Miteinander das Beste. Wer hätte das in seinen kühnsten Träumen vor 100 Jahren vermutet? Schon wieder eine neue Folge von Schmiteinander das Beste? Und nicht nur als solche, sondern heute und hier. Deshalb ein herzliches Willkommen für alle. Jawohl, das gilt auch für Sie hier im Studio. Herzlich willkommen und für Sie zu Hause vor dem Bildschirm. Und auch für Sie, obwohl ich sehe, dass Sie schon wieder wegschalten wollen. Auf diesen primitiven Tittenfilm im ZDF, das hört mir auf. Mr. Bean war angekündigt. Ja. Und das ging leider nicht. Denn Sie wissen, wir machen hier nur Sachen, die live passieren in der Sendung. Und Mr. Bean wollte unbedingt ein Video vorführen. Und da haben wir gesagt, das tut uns leid. So gern wir uns darüber gefreut hätten, wenn er hier wäre. Das geht nicht. Nee, kann nicht machen. Mr. Bean steht draußen in der Pforte. Ja, aber der... Nein. Oben an der Pforte? Man muss hart sein. Man muss hart sein. Lass mal einmal hochschalten. Da ist ja unser Pförtner Herr Kunze. Namt. Ja, bitte. Ist das wirklich Mr. Bean da hinten? Guten Abend, Herr Bean. Nein, keine Videos, das ist eine Live-Sendung. In keinem Fall bitte reinlassen. Ja? No Videos. Herr Schmidt, der Mann geht mir auf die Nerven. No Videos, die Sendung hat schon angefangen und ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Nee, da muss man wirklich auch mal... Nein, das geht nicht. Ja. Live ist live und wir sind ja hier nicht eine Werbesendung. Ja. Ach, guck mal, unser Chef ist oben. Schau mal. Guten Abend, Herr Intendant. Ja. Soll ich den Kaffee schon bereitstellen lassen? Sehr wohl, Herr Intendant. Meine Damen und Herren, es ist ja so, die Eislaufsaison steht vor der Tür. Das ist vielleicht ein abrupter Übergang, aber viele von Ihnen sind ja Eislauffans. Was ist das denn? Ah, nein, bitte nicht, du. Nein, der Intendant. Guten Abend, Herr Schmidt. Das war der Intendant? Ja. Ach so. Der, glaube ich, Decoder abkassieren oder irgend sowas, ne? Ja, Sie können nochmal wieder anfangen. Ja. Er sagt, nehmt den Finger weg, der kann man treten. Und jetzt wird er. Meine Damen und Herren, es ist oft so, dass sich viele einsam fühlen in unserer Gesellschaft. Man hat nicht das Gefühl, dass noch jemand hinter einem steht. Und das führt dazu, dass viele Menschen sich dem Eislaufsport zuwenden. Wir hatten eigentlich noch nie eine Einleitung. Wir hatten noch nie eine Einleitung, die so gut ankam, ne? Was? Ich meine, wir hatten noch nie eine Einleitung, die so gut ankam. Ja. Endlich hast du es mal genauso formuliert, wie ich es geschrieben habe. Ja. Und du siehst die Leute tun. Ja. Ne? Ist Mr. Bean weg? Jetzt kommt ein Film, wo Feuerstein eine Eiskunstläuferin spielt. Perfekte Körperbeherrschung, vollendete Grazie. So kennt sie die Welt. Herbert Tonka, Feuerstein Nova, die Eisprinzessin. Aber Weltstars werden nicht geboren, sondern geformt in jahrelanger harter Arbeit. Minsk im Oktober 1964. Die 9-jährige Herbert Tonka, getrieben von einer Vision, wagt ihre ersten Schritte auf dem glitzernden Eisparkett und hat Glück. Denn zufällig befindet sich Haraldina Schmitzkaja in der Halle, die berühmte Moskauer Star-Trainerin und KGB-Generälin, die auch schon Stalin im Eistanz ausgebildet hatte. Der Beginn des Kalten Krieges, wie wir heute wissen. Mit ihrem geschulten Blick erkennt sie, was bisher noch niemand ahnt.
Hier schlummert ungeahntes Talent, Begabung vom Allerfeinsten. Material, um aus Menschen Götter zu formen. Der Anfang war hart für die junge Eisschülerin. Lampeblätter, was brauchst du Luft, wenn du kannst gewinnen, Medaille goldene? Ebenso hart war ihr Wille durchzuhalten. Muss ich rausmachen, Kniescheibe, und stattdessen nehmen Scharnier. Nach und nach ging es an die schwierigeren Übungen. Der doppelte Rittberg, die Kielmann-Pirouette, Achselsprung. Dazu viel Schlaf, eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Und schon in wenigen Tagen war die neunjährige Eisschülerin 16 geworden. Und damit begann der Weg zum Erfolg. Ein Weg, der zum Triumphzug durch die ganze Welt wurde. Jubel über Jubel, Sieg auf Sieg. Die Eisprinzessin und ihre Trainerin, das perfekte Glück. Doch das Schicksal wollte es anders. Ich, Pipi-Inspektor, Urin Kontrolinski, dabei, dabei. Die Hormonkontrolle ergibt das Unfassbare. Herbert Tonka ist gar kein Mädchen, sondern ein sibirischer Zobel. Was wir nicht wollen, ist dieser mitleidige Beifall, ne? Wir sind Freunde geworden im Verlauf der Sendung, aber wir wollen nicht, dass hier so aus Mitleid geklatscht wird, wenn es Ihnen eigentlich gefallen hat. Sie sind unsere Gebührenzahler, Sie haben das Recht zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Viele wollen ja, guten Abend, einen Blick auch mal hinter die Kulissen. Sie sind Herr und Frau Schreiner. Natürlich, habe ich doch im Warm-up schon gefragt. Herzlich willkommen. Und hätten Sie mal Lust, viele sagen immer wieder, man würde mal gerne so einen Blick bei uns hinter die Kulissen werfen. Würden Sie mal gerne machen? Ja, vielleicht kommen Sie gerade mal mit. Ja, dazu müssen Sie kurz aufstehen. So, darf ich gerade mal vorgehen, dann ist es mit dem Weg einfacher. Was machen Sie beruflich? Sie haben Mikrofon, Sie können Hausfrau. Hausfrau. Und ja. Sie, Herr Schreiner? Ich bearbeite alles, was mit Steuern zu tun hat. Oh, ein interessanter Beruf, da wechseln wir das Thema. Oh. Ja, hinter den Kulissen bei uns ist es an und für sich sehr interessant. Wenn Sie vielleicht gerade mal vorgehen wollen, das ist sozusagen jetzt unsere Treppe. Und wenn wir jetzt rechts mal gehen könnten. Also hier ist im Grunde die, sehen Sie ja, große Metalltreppen und so weiter. Das ist also, Herr Schreiner, nicht vorgehen, weil sonst finden wir Sie nicht mehr, ne? So, und das ist eine Steadicam, das ist eine Kamera, ein Gerät, mit dessen Hilfe unser Kameramann Gunnar künstlich beatmet wird. Dann können wir hier vielleicht gerade mal zeigen, das ist die ehemalige DDR. Und, nein, das sind unsere Kollegen von den Geräuschen und so weiter. Die sitzen hier in diesem luxuriös ausgestatteten Studio. Da war uns nichts zu teuer. Und ja, das hier ist nun im weitesten Sinne das Publikum. Ne? Da muss man halt häufig auch nehmen, was man kriegt, aber wir sind eigentlich ganz zufrieden. Und das hier sind jetzt Teile der alten Kölner Stadtmauer. Da wurden früher Briefe und Bittschriften. Langweilig Sie? Ja, aber nicht mogeln, ne? Ich mag das nicht, dass Sie nur mitgehen, weil Sie nicht wissen, wie es ins Studio zurückkommt, sondern es muss Sie echt interessieren. Das sind hier zum Beispiel Lederstiefel, die sich Feuerstein für die Autogrammstunde anzieht nachher. Ja. Und jetzt habe ich für Sie etwas sehr, sehr Interessantes. Kommen Sie gerade mal rasch hier rüber, da weiß ich gar nicht, ob Sie, das sind die Kollegen Technik von der Musik. Das hier ist ein Mischpult. Das Tödlichste, was man da machen könnte, wäre rumzufahren an den Knöpfen. Das ist natürlich tabu, denn das ist alles. Und das ist was ganz Tolles. Sowas kennen Sie vielleicht von zu Hause, wenn Sie gerade mal reinschauen wollten. Das ist eine, ja, wie soll ich sagen, da haben wir ein Monitor. Wenn Sie gerade mal hier Platz nehmen, dann kann ich es Ihnen besser zeigen. Nehmen Sie gerade mal hier Platz. Das ist im Grunde eine Abstellkammer. Und da würde ich sagen, können Sie da vielleicht den Rest der Sendung in Ruhe anschauen. Da werden Sie nicht abgelenkt.
Mr. Bean. Mr. Bean. Please. Trevor, John! Meine Damen und Herren, wir testen für Sie wieder bekannte und beliebte Sprichworte. Heute, die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Mal sehen, ob das Sprichwort stimmt. Guten Abend. Diese beiden Stimmen, meine Damen und Herren. Das ist der Beweis, das Sprichwort stimmt. Guten Abend, liebe, sehr verehrte Damen und Herren, meine lieben Zuschauer. Zunächst einmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns so viel von Ihrer kostbaren, tollen, lieben Zeit geopfert haben. Ich glaube, auch diesmal lohnt es sich wieder. Toll, dass Sie mit dabei sind und ich sage ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die stillen Stars. Ich glaube, es wird diesmal wieder sehr spannend werden und ich möchte an dieser Stelle zunächst einmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen dem lieben, sehr verehrten Professor Feuerstein. Lieber, sehr verehrter Herr Professor Feuerstein, zunächst einmal ganz herzlichen lieben Dank, dass Sie uns so viel von Ihrer kostbaren Zeit geopfert haben. Und ich glaube, man kann in aller Bescheidenheit sagen, lieber, verehrter Herr Professor Feuerstein, Sie sind der Nachfolger und Erbe des großen Verhaltensforschers Professor Konrad Lorenz. Vielen Dank, Professor Feuerstein. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dankeschön und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die stillen Stars. Also, eine der Eigenschaften, die ich an Schmidt immer am meisten bewundert habe, das war seine Wortgewandtheit. Nicht? Wie das alles so rauskam, so locker und so glatt und so flüssig. Für mich war er mehr als ein Meister des Wortes. Für mich war er ein richtiger Vulkan. Er flog Business Class, Arbeiterklasse. Habe ich mich vollgespuckt gerade? Ja, ich habe so eine feuchte Aussprache bei Konsonanten. P, T, K. P. Sharping. 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 Bei Kohl wäre das nicht passiert. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Kultur. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was willst du so bang? Geschwind, jetzt hab ich den Ton. Er hält in den Armen, dass er jetzt sein Kind.
in seinen Armen das Kind war tot. Neulich hatte ich Geburtstag und Opa war auch da. Aber Opa hat gesagt, weil ich immer so frech zu ihm bin, kann ich mir diesmal das Geschenk aus dem Kopf schlagen. Na schön, da habe ich ihn auf den Kopf geschlagen. Aber da fiel nur sein Gebiss raus, kein Geschenk. Gemein, wie die Erwachsenen immer lügen. Das waren Kindergedanken von Vincent Klein. Mein Ach, Gott, du weißt, dass das ja meine Lieblingsnummer von dir ist. Ja. Du, das hast du so toll gemacht. Das ist wirklich von ihm meine Liebe. Wo er das immer so süß macht, den kleinen Händchen klein und ganz niedlich. Und manchmal hat er sich auch noch so mit Schokolade durchs Gesicht geschmiert. Ich stehe zu den Kindergedanken. Ich finde dich aus. Das habe ich übrigens, meine Damen und Herren, das habe ich gehört. Die Mutter von Michael Schumacher kann sich die Autorin im Fernsehen gar nicht angucken. Sie hält es nervlich nicht aus. Habe ich gehört, sie hat gesagt, ich habe das Frühstücksfernsehen eingeschaltet, da sehe ich meinen Sohn in Japan gegen die Betonwand fahren. Sie schafft das nervlich nicht, sich diese Rennen... Ich glaube, dass deine Mutter das auch so geht, ne? Ich glaube, meine Mutter wünscht, ich würde gegen die Betonwand fahren, weil... Aber... Ehrlich gesagt, warum soll ich so enden, wie ich gezeugt wurde? Okay, du Feuerstein, tu mir eingefallen. Setz mal dieses Tütemützchen auf. Komm, das ist doch so niedlich, ne? Weil du wieder immer mit dem Stimmchen und dann hängen. Ich steh zu den Kindern, ich finde die großartig. Du kannst sitzen bleiben, brauchst nicht stehen. Setz dir doch mal die Mützchen auf, so. Das ist so niedlich. Komm mal in die Kamera. Aber das ist so, weißt du, das ist... Warst du schon bei der Mini-Playback-Show? Ja, ich muss ehrlich sagen, weißt du, Feuerstein, du sollst zu Mareike Amado, hast du Mareike Amado, hat jetzt eine neue Frisur, sieht toll aus, ganz, ganz dunkel und so. Ich werde sie anrufen. Du musst eine richtig kleine Wonne proppen. So ein Zufall. Nanu, wen haben wir denn da? Was ein süßes kleines Kerlchen bist du, nicht? Wie heißt du denn? Hast du dieses süße Mützchen selber gekauft? Steht dir ja ganz toll, nicht? Was sehe ich denn da, Feuersteinchen? Du hast dein Hosenstellchen auf. Das darf man nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. Nein, 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 nein. Kennst du mich überhaupt? Ich bin die Tante Mareike von den Privaten. Kennst du mich nicht? Darfst du kein Privatfernsehen gucken? Ne? Und das? Er darf schon, aber erst nach 12 die unverschlüsselten, weißt du? Und das ist dein Papa? Ihr habt ja die gleiche dicke Nase und die Flappöhrchen, nicht? Und die gleiche Brille. Oh. Ja. Und dein Papa? Wenn er sich immer so wichtig vortut, Feuersteinchen, so wichtig ist der Mann gar nicht. Diesen Job ist ganz, ganz einfach. Ne? Ich weiß es ja. Ich hatte ja irgendwann auch mal angefangen. Ich hatte ja auch mal angefangen und habe mich dann weitergebildet. Das kannst du später auch, ne, Schätzchen? Und was kannst du nun? Kannst du einen schönen Witz erzählen? Kannst du vielleicht Mareike was vorsingen? Du bist ja ein ganz besonderes Exemplar, oder? Du kannst gar nichts.
Ich nutze es jetzt einfach mal ein bisschen aus, wenn ich schon alleine bin, um über das Verhältnis mit Schmidt zu reden. Mal ganz so offen, ne? Es gab ja immer Vermutungen, Spekulationen, wir hatten Spannungen gehabt oder irgendwelche unguten Gefühle. Nein, das war überhaupt nicht so. Ich sage, das ist absoluter Unsinn, das ist absolut falsch. Zwischen uns herrschte die totale Harmonie. Nicht mal im Gedanken gab es irgendetwas, was mich an Schmidt gestört hätte. Und es war ein ungetrübtes, schönes, ideales Verhältnis. Okay, wir hatten mal so kleine Reibereien, aber das war eigentlich nur mehr wegen der Haustiere zu Hause. Ne? Also wegen der Haustiere, da gab es schon mal Ärger. Hör auf zu bellen. Ich belle nicht, der Hund bellt. Dann sagt deinem Hund, er soll aufhören. Hör auf zu bellen. Er hört nicht auf mich. Die Katze muss weg. Die Katze bleibt. Du weißt genau, dass ich allergisch auf Katzen bin. Oh, da bin ich aber traurig. Ich finde es unerträglich, wie deine Katze mich anstarrt. Dann geh doch weg. Ihr habt ihr gleich gesagt, das kommt nie an. Doch, das kommt weiter. Die Messe hier, die Leute reagieren überhaupt nicht. Kommt das an oder nicht? Soll ich abbrechen oder weitermachen? Das ist Demokratie im deutschen Fernsehen. Das ist dieses Gespür dafür, wonach ein Publikum lechzt. Ja. Also abbrechen, ne? Es geht weiter, meine Damen und Herren. Es ist so, der Herbst ist da. Die Tage werden kürzer, die Gesichter werden länger. Und viele Frauen sind in... Was? Einsame Frauen. Viele einsame Frauen werden immer einsamer. Was war das? Ein Triebwagen. Schenk mir Wein ein, Igor. Meine Frau bekommt heute das erste Kind. Hier spricht das Gespenst von Schloss McIntosh. Heute Nacht wird ein Kind geboren. Ist es ein Mädchen, stirbt die Mutter. Ist es ein Junge, stirbt der Vater. Hab ich mich erschrocken, Igor. Schenk mir noch mal Wein ein. Ich glaube, es schlägt gleich 12. Ja, es schlägt gleich 12. Ein Kind und Junge oder Mädchen? Ein Junge? Die Geschichte der männlichen Menstruation ist eine Geschichte voller Irrtümer. Früher fühlte ich mich an den gewissen Tagen so unsicher. Ich gönnte mir nicht mal die geringsten Freuden des Alltags, wie S-Bahn-Surfing, Robbenschlachten oder Schwimmen. Doch dann kam okay und damit die Sicherheit. Denn okay ist so saufähig, dass ich mich auch an den kritischen Tagen voll darauf verlassen kann. Zuschauerfrage, wie zu Hause, meine Damen und Herren, das ist Feuerstein, mein Name ist Schmidt.
Ein Buchstabe kommt nur in einem der beiden Namen vor. Wir haben den in den anderen reingeschmuggelt. Welcher Name mag das wohl sein? Damit es nicht ganz so einfach wird, setzen wir uns Papiertüten auf, damit sie uns nicht erkennen können. Und jetzt heißt die Frage, Achtung, welcher... Du hast den Tafel nicht umgedreht in deiner Tüte da. Du hast die Tüte nicht richtig auf. Doch, ich hab... Hey, das geht nicht. Doch, welcher Buchstabe ist nur in einem der beiden Namen enthalten? Überlegen Sie gut bis zum Schluss der Sendung. Dann gibt's die Telefonnummer und es gibt einen tollen Preis zu gewinnen. Zimmerbrand im 18. Stock. Für uns von der Feuerwehr leider oft trauriger Alltag. Aber das muss nicht sein. Auch Sie können vorbeugen. Sehen Sie selbst. Hilfe! 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 Vorbeugen! Hilfe! Hilfe! Sie müssen sich vorbeugen! Hilfe! 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 Ein Fall, bei dem wir machtlos sind. Denn wir alle wissen, die Feuerwehr hilft. Hilfe! Aber vorbeugen musst du. Wie alt bist du? 13. Entschuldige, ich habe dich den Beifall nicht gehört. Wie alt bist du? 13. 13, das ist ein tolles Alter. Ja. Da hast du das Leben noch vor dir. Was willst du haben? T-Shirt, Tasse, Baseballmütze, Anstecker, Feuerzeug. Eine Tasse. Eine Tasse mit unserem Schmidt an einer Aufkleber, ja? Und, ja, und Aufkleber. Okay, gut. Ja, und dann wollte ich noch fragen, wie alt du bist. Mich fragen, wie alt ich bin? Ja. 36. Wer will das wissen? Hä? Wer will das wissen? Das heißt, hä? Hey, das heißt wie bitte? Ich wollte gucken, weil du schon so viel graue Haare hast. Wer will, warum ich graue Haare habe? Ja, nee, ich meine... Weil du noch so jung bist und schon so graue Haare. Ah! Ciao, Oliver. Tschüss. Also ich riskiere jetzt nochmal ein privates Wort. Wie vorhin, Schmidt hat mir immer irgendwie so einen Vorwurf gemacht, ich würde das Fernsehen nur benutzen, um Frauen anzubaggern. Da steht meine Telefonnummer drauf. Also das stimmt so überhaupt nicht. Ne? Das stimmt überhaupt nicht. Das hat man auch, das ging ja auch gar nicht. Das ist unprofessionell. Ne? Hier auch eine Karte mit der Telefonnummer. Also, kannst du mir auch nachher deine Hände draufschreiben. Außerdem hatte ich ja von Schmidt selber gelernt, wie man das macht. Die Frage ist ja, wo lernt man jemanden kennen durch Flirt? Man ist charmant. Man spricht jemanden an. Und häufig klappt es nicht. Warum? Sehen Sie, das ist natürlich auch ein Grund, sowas überhaupt niemals zu machen hier. Ne? Das ist die Vorwahl auch da drauf. Ne? Und ja, ich würde sagen, wissen Sie, ein Stück Einsamkeit ist der Preis, den man zahlen muss in diesem Business. Es ist hart, es ist grausam. Sie hatten noch keine? Nein. Und Sie können auch nachher noch vorkommen, wenn die Sendung vorbei ist. Die Richtung mit. Ja. Oh, Hallöchen. Und ich würde sagen an dieser Stelle, dass ich eigentlich mal etwas fragen wollte, wozu ich eigentlich bisher noch nie den Mut hatte. Wie groß ist eigentlich Ihr Ständer? Wir kommen nun zu einem ernsten Thema. Zum Thema, was geschieht, wenn Menschen von dieser Welt gehen? Gehen sie alleine? Gehen sie zu zweit? Oder, das Schlimme für viele Verwandten, sie gehen überhaupt nicht.
Es gibt Menschen, die Menschen auf diesem Weg begleiten. Und einen dieser Menschen haben wir einmal bei seiner Arbeit beobachtet. Darf ich um den Film bitten? Ja, also ich arbeite jetzt seit 22 Jahren bei der Versicherung. Der Beruf macht mir Spaß. Ich habe mit Menschen zu tun, auch wenn viele meiner Kollegen das anders sehen. Peter Pater, 52, Versicherungskaufmann. Vor 2 Jahren gründete Peter Pater die Aktion Notausgang e.V., eine Gruppe, die ehrenamtlich und sehr aktiv Sterbehilfe leistet. Für die Aktion Notausgang ist Peter Pater 2-mal wöchentlich nach Feierabend unterwegs. Dann wird aus Peter Pater, Pater Peter, der Engel der Sterbenden. Ja, wissen Sie, der Grund, warum ich die Aktion Notausgang gegründet habe, war eigentlich meine Schwiegermutter, die 25 Jahre lang nicht sterben konnte, weil sie nicht sterben wollte. Das unterscheidet Notausgang von anderen Sterbehilfeorganisationen. Notausgang begleitet ausschließlich kerngesunde Menschen auf ihrem letzten Gang. Menschen, die in Würde sterben dürfen, sollen und vor allem müssen, weil Pater Peter und seine ehrenamtlichen Helfer es so beschlossen haben. Wir begleiteten Pater Peter vergangene Woche ins Haus des Realschullehrers Harald S., 34. Der Pädagoge fühlte sich nach eigenem Befinden topfit und pudelwohl, aber seine Frau war anderer Meinung. Schön, dass es doch noch geklappt hat. Treten Sie doch bitte ein. Ja, gerade die Zusammenarbeit mit den Angehörigen ist für mich sehr wichtig. Gespräche, die die Angst nehmen. Autsch. Von der Nachbarschaft. Peter Pater erwartet für seine selbstlose Hilfe keinen Dank. Das Bundesverdienstkreuz hat er im letzten Jahr abgelehnt. Allerdings würde er sich nicht verweigern, wenn zum Beispiel das Haus des Bundespräsidenten ihn ruft. Wisst ihr noch, wann es das letzte Mal Ding-Dong gemacht hat? Damals, als Tante Betty starb. Und Vater. Und Mutter. Ich sehe mal nach, wer es ist. Aber sei vorsichtig. Wer kann es so wohl sein? Ein Fremder. Das war Helge Schneider und sein Film Doc Snyder, Texas. Doc Snyder hält die Welt in Atem, läuft jetzt bei uns im Kino an, meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt zu unserer 100.000-Mark-Frage. Jemand hier kann jetzt 100.000 Mark, Ruhe bitte, gewinnen. Und zwar möchten vielleicht Sie, ja, Sie heißen? Holger. Holger. 100.000 Mark, Holger. Drei Fragen. Drei Fragen, Holger. 100.000 Mark. Erstens. Will Doc Snyder Familie Lucky ausrotten? Nein. Nicht antworten, ich lasse die Frage. Will er nur eine Tasse Kaffee oder ist er vielleicht Tante Betty? 100.000 Mark, Holger. Welche Antwort ist richtig? Ja. Dann schauen wir uns doch mal die Auflösung an. Sollen wir den Fremdling reinlassen? Nein! Da haben wir wieder mal Glück gehabt. Hi! Aha.
Habt ihr schon eine Kleinigkeit gegessen vorher? Ja, in dieser wunderbaren Kantine draußen. Wart ihr draußen? Ja, logisch. Das muss man sagen, es gibt Kantinen, die sind wirklich, da kann man nicht essen. Bei uns ist das ein Top-Angebot und wir haben diesmal eine Kamera hingestellt. Wir können einmal rüberschalten, damit Sie mal sehen. Da sind die beiden Damen. Hallo, guten Abend. Hallo. Oh, ihr seid aber fröhlich, ja? Immer. Hallo. Alles klar? Hoffentlich kommst du nachher auch, oder? Bitte? Hoffentlich kommst du nachher auch. Oder ihr könnt rüberkommen, was bringt. Zeigt mal einmal, was ihr im Angebot habt. Ja, zeigt gut. Mal unten. Oh. Lecker. Das ist das toll. Das sind diese Vollkornbrötchen. Ja. Ja? Ganz toll. Und das Tolle ist, dass ihr das nicht extra ein bisschen drapiert habt mit Sachen, die man noch nie gesehen hat. Nein. Sondern dass es aussieht wie immer. Ha? Ja, genau. Die Brötchen in Kostüm immer. Und Maske. Ja? Was ist das hier? Würst in dem Angebot. Ja, das ist glaube ich, was ist das? Lorena ja, Bobbitt? Das ist das Beste, das sind die Mettwürstchen. Du, die sind so toll. Ja, ganz toll. Es gab neulich einen Prozess, weil einer Fleisch drin entdeckt hat. Und zeig mal das Allerneueste, was ihr habt. Hier, könnt ihr mal ein bisschen zur Seite gehen? Mikrowelle, die Mikrowelle. Die Mikrowelle. Wer sind denn die beiden Herrschaften? Wer sind Sie? Wer sind Sie? Wir sind so spät dran, da ist auch alles. Ah ja, Sie sind noch unser Publikum? Sie wollten noch zu uns? Ja, kommen Sie doch rein. Ja, ach, ja nicht. Wir kommen nicht rein. Sind, hier. Bitte? Wir kommen nicht rein hier. Moment mal, das kann doch nicht sein, dass in unserer Show jemand vor der Tür steht. Kommen Sie bitte rein, das muss doch möglich sein, oder? Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Doktor. Was hat er? Eingewachsener Zehennagel. Was haben wir bei ihm gemacht? Unterschenkel amputiert. Na, wird schon wieder. Tja, meine Damen und Herren, und damit hätten wir eigentlich schon wieder fast 45 Minuten öffentlich-rechtlicher Sendezeit verplempert. Wissen Sie, man kennt sich ja im Lauf einer solchen Sendereihe eigentlich näher, als man denkt. Und mir ist manchmal, als kenne ich die Leute persönlich, die uns zugucken, als könnte man direkt durch die Kamera in ihr Wohnzimmer schauen. Hängt mal den Hirsch bei euch über dem Sofa gerade. Schmidt, ich bitte dich, nur weil bei euch alles voller Hirsche hängt, kannst du das nicht auf die Zuschauer da irgendwie münzen, oder? Mama, er hat dich beleidigt. Er ist so alt wie du und redet schlecht über dich. Ich geh jetzt raus und mache Musik. Took a chance and changed your world.